Moin und ein recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge GTA 5 LSPDFR. Und heute sind wir mal in der Nacht. Was macht er denn da? In der Nacht unterwegs mit dem CHP, mit einem 2011er Crown Victoria. Und wie wir hier schon sehen, haben wir hier scheinbar einen Verrückten. Was auch immer mit dem los ist. Sind wir hergefahren zuerst und jetzt ist er so. Das weiß ja niemand, was der da macht. Ich wechsle mal schnell auf die andere Straßenseite. Oh, oh, oh. 1050. Was ist gleich da vorne denn? Oh. Vielleicht holt er die ab. Die Person mit der Waffe. Oh mein Gott, Frontalzusammenstoß. Nehmen Sie sofort die... Warum ist das denn so schwer, jemanden zu verhaften? Nehmen Sie sofort die Hände hoch, sofort die Hände hoch. CHP, California Highway Patrol, Hände hoch, nehmen Sie die Hände hoch, runter auf den Boden. Runter auf den Boden, sofort. Bin festgenommen. Meine Güte, was ist denn bei Ihnen hier los? Ich will gerade meine Streife anfangen und dann geht's hier gleich alles los. Fehlt sie mal. Haben Sie irgendwas Illegales bei sich? Bestimmt. Sie wollen es mir nur nicht sagen. Ja gut, dann verbrannte Meth-Pfeife. Gut, dann werde ich sie hier abholen lassen. Ihr Fahrzeug einmal überprüfen. Fahrzeugabfrage. Ah, abgelaufene Zulassung, vielleicht deswegen. Wenn sie einfach ganz normal weiter mitgefahren, hätte ich sie gar nicht bemerkt. Bis nächstes Mal. Ich muss jetzt aber. Ihr da hinten, ihr sichert ab, ne? Gut, perfekt. Ah, die Sheriffs. Hier soll scheinbar jemand jetzt mit einer Waffe sein. Was ich nicht sehen kann. Oh Gott, oh Gott. Shots feiert. So, Waffe geholt. So, wo ist der? Ich sehe ihn nicht mehr. Ich sehe gar nichts, weil mein Spiel unscharf ist. Na, jetzt wieder. Habt ihr den jetzt erledigt oder wie? Wo ist denn der? Ey, ich durfte nicht mal was machen, das ist ja unfair. Oh mein Gott. Eine M4 hatte der dabei. Ja, okay. M4 klauen ist nicht gut, Kollegen. Das wisst ihr. So, hierfür einmal die Gerichtsmedizin. Servus Spotlake und gleich wieder abrücken. Alles wieder kurz vor. Meine Güte. Och Gott, mein armer Crown Victoria. Da holt man mal wieder den älteren Wagen raus und dann... Okay. Und dann passiert sowas, der Arme. Oh, Entschuldigung. Der komplett kaputt. Ah, doch nicht. Nee, hä? Doch, irgendwie schon. Ja gut, die schaffen das hier alleine. Ich werde den mal reparieren fahren lassen. So, das soll oder wird gerade scheinbar auf Beamte oder als EMS-Personal geschossen. Ich bin genau daran vorbeigefahren, habe das aber zuerst nicht gesehen, habe denn jetzt den Callout dafür bekommen. Gib ich mal Vollgas. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nicht schon wieder. Ah, die wollten den anders gerade einsammeln und jetzt das schon wieder. Bück dich. Shots fired, need backup. Jetzt helft doch mal, Kollegen. Ist das Pickdown oder wie? Perfekt, das Pickdown. Hätten die Notfallsanitäter eigentlich mal hier bleiben können. Na gut, die Game Warden sind auch da. Auch hier ist viel los jetzt. Einfach so ein kleiner Spawner. Ach, gut, das hier, CHP-Kollege. Nee, warte, du bist. Hä?
Ah, okay, Park Ranger und du fährst nicht dein Game Warden, das kann ich nicht verstehen. Also der Game Warden ist ein sehr, sehr geiler Wagen. Nur irgendwie check ich das, brauche ich bei der Karre gerade gar nicht. So, gut, Kollegen, ihr dürft, soweit ich... ja, komm, ihr dürft gehen, ne? Ich wünsche euch viel Spaß und einen schönen Tag. Soll ich meinen Kronenweg? Nein, Kronenweg ist jetzt nicht ernsthaft weg, oder? Ah, doch nicht. Ich dachte schon, er wäre weg. Dann wäre ich sauer gewesen. Ey, der ist schon wieder kaputt. Der ist keine 2 Minuten weg gewesen im Reparaturservice. Gut, da sind wir wieder auf dem Highway und da ist gleich schon eine Verfolgung. Ich würde sagen tatsächlich, dass ich mich hier hinstelle. Ich kann ich Spike Strip hier rausnehmen? Einmal schnell schauen. Ne, nur Pylon, oder? Gott, Gott, Gott. Oh mein Gott. Oh, ein Kollege ist schon runtergefallen. Warum unbedingt hier Pursuit? Vollgas, die verlieren wir sonst noch. Oh nein, wir werden die verlieren, glaube ich. Ich will die nicht verlieren. Wir brauchen auf jeden Fall einen Helikopter. Da vorne sind sie doch. Wo sind die? Bestimmt links abgebogen. Nee, da vorne sind sie. Ich brauche mal ein paar weitere Kollegen. Wenn es geschneit hat, sieht man gar nicht so, dass es, wie schnell man fährt, finde ich. So, das wird jetzt wieder Richtung Stadt schon. Das heißt, das LAPD kann gleich schon verständigt werden. 130, ja okay, das ist Max. Ist aber auch schon schnell. Ein Kollege ist tapfer genau dahinter. Oh, unbedingt eine Nagelband. Ach man, gib uns wieder Nagelband. Hä? Meine Güte, was ist denn los? Holt uns Nagelband. Ich würde dir selber Nagel. Ja, perfekt, so jetzt. Perfekt eingesammelt schon. Genau. Ja, und der Einwohner hilft uns auch noch. Raus aus den Fahrzeugen. Nehmen Sie die Hände hoch. Gehen Sie raus aus dem Schussgefecht. Raus aus dem Schussgefecht. Runter auf den Boden. Raus aus dem Fahrzeug. Runter auf den Boden. Wir sagen das nicht ein zweites Mal. Du sicherst, Kollege? Ich nehme fest. So. Ah, okay. Nee, das wollte ich tatsächlich nicht. Ich wollte das. So. Polizeilicher Transport, oh Gott, hier liegen schon, schlepp ich den zufälligerweise jetzt schlepp ich den. Hilfe. Nein. Gerichtsmedizin brauchen wir einmal. Bitte mach die Sirene aus. Ich weiß nicht, was selber.
Ich weiß doch nicht selber. Wo steht denn hier noch eine Polizei, oder? Er hat nie seine Sirene angelassen. Einmal der beste Stunt. So, hierfür brauchen wir einen Abschlepper. Hierfür brauchen wir einen Abschlepper. Und das war's, so ich sehen konnte. Die sammeln den ein. Oh, da steht ein Fahrzeug, sehe ich gerade. Gut, wird auch gleich eingesagt, wenn es hier schon so rumsteht. Gut, dann würde ich sagen, wie immer, wenn es euch gefallen hat, Like, Abo und die Glocke nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.